So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Das sind ja die neuen Lego Batman Super Action Pack Wundertüte Nummer 1 für 7 Euro. Da steht es ganz groß drauf. 7 Euro, obwohl die Wundertüten, die neuen, da steht eigentlich seltener oben drauf, immer nur in klein, hier auch in dickere Schrift. Aber wie gesagt, kosten 7 Euro, 5 Stück habe ich. Ich habe aber den vollen Preis nicht bezahlt. Warum nicht? Bekannte haben es vom Flohmarkt oder Wochenmarkt bekommen für die Hälfte. Und Lego Batman Wundertüten, auch wenn ich gerne Wundertüten aufmache. Ninjago, solange keine coolen Bösewichter drin sind, die man auch kriegt, ist Batman und Co. die bessere Alternative an Wundertüten. Finde ich persönlich. Obwohl ich von den Batmanern ganz viele schon habe. Diese Teile in Schwarz kann man immer gebrauchen. Aber eben Robin, Batgirl kann man natürlich auch noch gebrauchen. Und die anderen beiden. Ich habe davon genug. Aber nichtsdestotrotz soll das ja auch als Infovideo sein, was ihr drinne haben könnt, wenn ihr euch ein oder mehrere von den neuen Lego Batman Super Action Pack Wundertüten euch gönnt. Für einen realen Preis, weil bei euch kein Flohmarkt oder Wochenmarkt ist. Ansonsten, ihr wisst ja, lasst es. Aber nichtsdestotrotz werde ich natürlich jetzt die 5 Lego Batman oder 9 Lego Batman Super Action Pack Wundertüten aufmachen. Mal schauen, was man dann drin haben kann. Und ja, ich habe sie schon angeboxt. Ja, erstens, nette Rückseite. Vorne ein Batmobil. Yay! Das bedeutet für mich wieder coole, schwarze, neue Teile. Es ist ein älteres Tütchen. Ihr seht, ist ein älteres Fahrzeug, aber die Teile in Schwarz kann man immer und immer wieder gebrauchen. Ist so. Und, die Rückseite ist eigentlich nicht schlecht. Der eine oder andere weiß, was vorne drauf ist. Und Ninjago Serie 6 Booster. 6, wir sind jetzt bei 9,5 oder 9 Next Level. Cool, der Batman. Zwar ist ein Standard-Batman, aber trotzdem, er ist cool, fertig. Das zweite, aber natürlich zählt auch hier, ich werde euch irgendwas von Lego Batman unter das Video verlinken, vielleicht was von der neuen Serie. Auf jeden Fall sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall, wer sich keine Wundertüten holen will, weil eh immer dasselbe drin ist, kauft euch ein günstiges Set, wenn ihr Batman magt. Und wo verlinke ich euch? Aber jetzt... Und wenn ihr den Link benutzt, kennt ihr das ja, unterstützt ihr meinen Kanal. Danke dafür. Oh, was sagt uns das? Wieder coole neue schwarze Lego-Teile. Oh, schaut mal. Die Rückseite, die kennt man doch. Ja. Und ein Serie 6 Lego Ninjago Booster. Kommen wir nun zum dritten. Ich möchte Robin oder Batgirl haben. Wenn ihr andere drin hattet, weil ihr euch ein oder mehrere könntet, schreibt es in den Kommentaren oder hattet ihr das gleiche oder selbe drin? Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie gesagt, so eine Wundertüte 7 Euro, 3,50 Euro pro Mini-Polypack, was hier liegt. Die Figur, okay, sag ich nichts für 3,50, aber das Batmobil ist ein bisschen kritisch, würde ich behaupten. Oder was meint ihr? Zu teuer, nicht zu teuer? Schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Auf jeden Fall unter dieses Video. Na, andererseits besser. Ist aber das gleiche Knack, obwohl die andere Seite ist. Oh, sogar zerreißen. Und wir haben. Oh, eine andere Rückseite. Eine andere Rückseite. Das bedeutet, wir haben was anderes vorne drauf. Es ist. Okay,
cooler weißer Mantel. Der ein oder andere weiß, wo ich den weißen Mantel eingesetzt habe. Ist zwar schon etwas länger her, aber vielleicht kann der sich dran erinnern. So. Wo was anderes drin ist, vielleicht sind ja zwei Sachen neu. Und, schaut mal. Pinguin. Und auch ein Leo Ninjago Serie 6 Booster. Okay. Wir haben sie jetzt. Zack. Vier verschiedene. Zwei, vier fehlen noch. Kommen wir jetzt zur vierten. Wo wir die Tendenz hinfahren. Oh, schon lange diese Rückseite nicht mehr gesehen. Was könnte das wohl sein? Es ist Batmobil. So. Ich hoffe, ihr seht das. Tendenz, dass ihr das Batmobil drin habt in einem von den neuen Wundertüten, ist ziemlich, ziemlich hoch, würde ich behaupten. Warum? Drei Stück von vier Wundertüten, dann müsste jetzt das gleiche oder dasselbe wieder drin sein. Oh, es ist was anderes. Es ist trotzdem Batman. Cool. Es ist derselbe oder gleiche Batman. Er ist derselbe Druck, alles das gleiche. Aber hier mit dem Taucherteil finde ich den interessanter und natürlich mit den schwarzen Teilen. Lego-Teile in schwarz, immer gut. Wie ich finde. Obwohl es kleine Teile sind, trotzdem sind es teilweise wichtige Teile. So, Auto dahin, Batman. Ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Sachen von 8. Ist schon nicht schlecht. Und jetzt kommt es. Die fünfte und letzte neue Lego Batman Super Action Pack Wundertüte Nummer 1 für 7 Euro. Wie gesagt, pro Multipack, was hier liegt, 3,50 Euro müsst ihr berechnen. Es gibt in diesem Wundertüte 2 von 8 Magazine und 2 von 8 Extras. Wo aber die Tendenz hinfährt, das Auto werdet ihr wahrscheinlich immer drin haben, das müsst ihr also abziehen von der Summe. Das heißt, 7 Euro kostet sie. Auto habt ihr drin, braucht ihr nicht. Ist natürlich die Figuren, die ihr drin zieht, ziemlich teuer. Muss man es wirklich haben? Oder kauft man sich dann lieber ein kleines, günstiges Set oder ein größeres, hat man mehr von? Und wo verlinke ich euch? So, und jetzt öffnen wir die fünfte und letzte Lego Batman Super Action-Pack-Wundertüte. So. Ah, Rückseite ist bekannt. Es ist kein Booster vorne drauf. Es ist... Oh, Batmobil. Schon lange nicht mehr gehabt. Aber da hinten, das kleine Feuerstück, habe ich jetzt viermal. Da kann ich vier Auspuffe nebeneinander hinpacken. Und das Ding geht ab wie Schmitz Katze. So, jetzt kommt... Letzte Magazin. Es ist... Tja, wer kann sich an die Rückseite noch erinnern? Es ist ein Boostertütchen vorne mit bei. Auf jeden Fall ein Boostertütchen. Es ist... Batman. So, ihr habt es gesehen. In den neuen Lego Batman Wundertüte habt ihr wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich, ich habe 5 Stück jetzt aufgemacht, 4-mal das Batmobil, 3-mal den Batman, der Batman. Einmal mit dem Speedboard und einmal jeweils ein Bösewicht. Das heißt, die Tendenz wird auf jeden Fall sein, dass ihr dieses Kombo-Loot finden werdet.
Und wenn ihr was anderes gefunden habt, schreibt es für alle anderen Zuschauer in die Kommentare. Aber trotzdem, schreibt ihr mir jetzt auch in die Kommentare, wie ihr die Wundertüte findet, was ihr davon haltet. Ich verlinke euch irgendwas von Lego Batman und das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Wenn ihr den Link benutzt, danke dafür. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.